Da bin ich immer noch krank, Leute. Deswegen möchte ich euch heute ein weiteres Produkt vorstellen, was man hier in Japan benutzt, wenn man Fieber hat. Fieber haben wir jetzt zum Glück nicht. Louis hatte ein bisschen Fieber, aber nicht so hoch. Deswegen haben wir das diesmal nicht benutzt. Wir haben das hier aber schon einige Male benutzt, als Louis wirklich Hochfieber hatte, irgendwie 39 oder so. Und zwar sind das hier Netsu Hieshito, steht hier drauf. Und das ist jetzt speziell für Kinder. Das gibt's aber auch genauso gut für Erwachsene. Das kann man ab 0 Monaten verwenden. Und ihr seht schon auf dem Bild, was es darstellen soll und was es machen soll. Warte, wir haben hier sogar noch einen offenen, weil wir die nicht alle gebraucht haben. Schaut euch an. Aber das ist jetzt hier für Erwachsene. Da haben wir das für Erwachsene reingepackt. Ihr seht, hier ist das für Kinder. Das hält im Übrigen 8 Stunden. Das ist hier für Erwachsene. Ah nee, das war doch noch nicht auf. Ja, ich möchte das jetzt nicht aufmachen, weil das dann austrocknet, sozusagen. Auf jeden Fall sind hier diese kleinen, wie auf dem Bild, sind solche kleinen, ja, wie nennt man das denn, ne? Also die kann man auf den Kopf kleben oder auch unter die Achseln oder wohin man die am Körper auch kleben möchte. Und da ist so eine Gelschicht drauf, ne? Und diese Gelschicht klebt man dann eben auf die Stirn zum Beispiel. Also es ist jetzt nicht so, als würde das richtig festkleben, sondern das kann man auch ganz leicht wieder abmachen. Und das ist ziemlich kühl. Also das nimmt das Fieber auf und da ist auch irgendwie was drin, ja, so ein bisschen medizinisches, was dann eben das Fieber auch senken soll. Und das ist dazu da, dass man halt nicht irgendwie komplett überhitzt und wird hier bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen wirklich ziemlich gerne verwendet. Ich habe das im Sommer auch schon verwendet, als ich für Vlogs draußen war. Und wenn ich dann wirklich lange unterwegs war, dann ist es schon ziemlich heiß draußen, gerade dann bei Wanderungen oder so. Und dann habe ich mir die auf den Nacken geklebt. Und das kühlt wirklich wunderschön, ist sehr, sehr gut. Und ja, das ist halt vor allem dann auch gegen Fieber oder gegen Überhitzung, so könnte man sagen. Hier steht es auch auf Englisch. Cooling Gel Sheet, ja, also ein kühlendes Gel, ja, Papier oder wie auch immer man das übersetzen soll auf Deutsch, ich weiß es auch nicht, ja. Und hier steht dann auch, dass man es benutzen kann, wenn man Fieber hat, dass es 8 Stunden wirkt, dass man es auf die Stirn auch machen soll. Wir haben es bei Louis auch gemacht, bei den Beinen, ne, zwischen Bein und Oberkörper, da, ich bin aber auch schlecht geworden im Deutsch, da, ne, bei den Beinen eben, zwischen die Beine, das kühlt dann da auch ganz gut oder unter die Achseln. Ja, wollte ich euch zeigen, das wird hier auch verwendet. Das ist auch was, glaube ich, was viele Japaner verwenden. Das findet man auch im Drogeriemarkt, in jedem kann man das kaufen. Vielleicht eine Empfehlung für euch, könnt ihr mit nach Deutschland nehmen, falls ihr mal in Japan seid. Ich weiß nicht, ob sowas in Deutschland gibt, wahrscheinlich auch. Keine Ahnung, ich habe es in Deutschland auf jeden Fall nie benutzt, aber in Japan schon öfter und die sind eigentlich ganz gut. Ich habe gerade nochmal geguckt und habe noch ein offenes gefunden, was jetzt schon ein bisschen getrocknet ist, weil es halt offen war. Damit kann ich euch die hier aber mal zeigen. So sehen die aus. Die sind jetzt für Erwachsene, ne? So sieht das aus und hier hinten ist dann so eine Folie drauf und diese Folie kann man dann eben abmachen. So, hier seht ihr das, ne? Hier macht man die Folie ab und das hier ist so ein Gelzeug, das klebt so ein bisschen und das tut man sich dann eben oben auf die Stirn zum Beispiel. So sehen die also in Natura aus, diese kleinen Dinger hier, ne? Also wenn ihr mal das mit der Hand vergleicht, so groß ist das jetzt nicht. Passt ziemlich gut auf die Stirn. Wenn ihr mehr solche Alltagsdinge, Produkte, hier sehen wir auch ein großes Bild von dem, so, das ist auch Realgröße hier, so groß sind die. Wenn ihr mehr sowas sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!